Hallo, wir haben ein lustiges, oder nee, der Sascha und Karim haben ein lustiges Ding gebaut für die Hühner. Das zeigen wir jetzt, wie das funktioniert. Die Auslassklappe. Einmal in Stecker reinstecken. Oh mein Gott. Okay, das müssen wir nochmal. Wie geil ist das denn? Bleib drauf, wir machen das einfach nochmal. Also, warte, wenn du das jetzt machen würdest, ja. Also wenn du jetzt den Stecker ziehst ja. und lässt das jetzt runter, dann läuft die Bruchmaschine. Es geht nur über diesen einen Schalter. Was muss ich denn machen? Der muss. Also hier ist die Brotmaschine ja eigentlich. Hier ist die Brotmaschine, genau. Deswegen machen wir das die über ist auch eine hier, guck mal, voll fest gedübelt. Natürlich. Fest. Rein theoretisch. Dann muss er das immer ab. Das musst du jeden Abend machen. Das musst du leider Gottes jeden Abend machen. Wir haben das. Okay, dann lassen wir eine Richtung sich aufdreht, nicht wieder zurück. Genau, ne? Richtig. Okay. Ja. Und das funktioniert, klar, jetzt ist kein Strom. Wenn ich den aber jetzt anmachen würde, würde die Brotmaschine die ganze Zeit laufen. Ah, und weil das hat denn so einen Stopp? Ist ein Endschalter halt. Ah, okay. Und also abwickeln? Das ist wie hier wieder. Das ist wieder darum gepasst. Das kann ruhig länger sein, das ist scheißegal. Okay, ich klemme das mal fest. Das ist wie. Nee, Herr Tron, lass den Flügel in Ruhe. Guck mal, er kommt jetzt einfach so. Okay. Oh, Scheiße. Und die Hühner haben keine Angst davor? Nein. Voll gut, du musst dich jetzt aufstehen. Hast du das jetzt überhaupt gefilmt, wie das funktioniert? Ja. Oh, ja. Das chaotischste Video ever. Und das hast du dann mit einer Zeitschaltuhr, damit die Hühner jeden Morgen um. Pünktlich um 8 Uhr. Genau, haben wir das eingestellt. 8 Uhr. 30. 8.30 Uhr haben wir eingestellt. Ja. Mega gut. 8.30 Uhr. Jeden Morgen um 8.30 Uhr gehen die Hühner. Man kann ausschlafen jetzt. Genau, und die Hühner haben immer. Und hier hast du halt dann jetzt auch immer. Licht, immer Licht. Auch mit Zeitschaltuhr. Die war vorher. Weil die Elektrik hier drin. Und ich glaube, ich habe Spinnenweben im Haar und ich möchte jetzt raus. Okay, danke. Tschüss. Welche ausmachen? Ja.